Moin Moin Leute, ich bin Lilikums Brian oder Infodigatic und begrüße gerade dich zu einem neuen Part von Paper Mario 2. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben mit Barbara zusammen und haben das letzte Sternjuwel uns ergaunert, beziehungsweise es uns erkämpft vom Piratenkönig Cortez. Und ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie man da rüberkommt, höchstens so. Okay, ein Glück. Okay, aber ich bin mir sehr sicher, dass wenn wir jetzt versuchen, zu unserer Crew zurückzukommen, dass irgendetwas passieren wird, vielleicht sogar mit dem Kollegen, der hier vorne stand. Okay, er ist schon mal nicht mehr hier. Good to know. Hey. Na, Leute. Was? Was war dieses Beben? Bist du in Ordnung? Tipptopp. Unglaublich, du hast Cortez besiegt? Was bist du eigentlich? Hey, quatsch hier nicht rum. Wenn ihr zu viel Zeit habt, sucht doch nach einem Weg, wie wir hier rauskommen. Bei dem Beben von eben sind in den Felsen ein paar Risse entstanden. Man kann spüren, dass Wind durch die Risse weht. Wenn wir den Felsen sprengen, können wir vielleicht... Naja, du weißt schon, oder? Was? Ist das wahr? Aber wie wollen wir einen so harten Felsen zerstören? Keine Sorge, ich hätte da eine Idee. Dafür müsste ich aber einmal kurz an euch allen hier vorbei. Und dann schmeißen wir einmal Bart um. Den Tod da hinten haben wir gefühlt gerade eliminiert. Siehst du, ich hab's doch gleich gesagt. Also ich gehe dann mal. Kommen jetzt wieder alle nacheinander. Also Leute, Schluss mit dem Höhlenleben. Diese Höhle ist mir viel zu kalt und dunkel. Los, Romanzo, an die Sonne. Eine richtige Armee. Wie bei den Bubus. Du hast uns gerettet. Wir werden dich niemals vergessen, also nichts wie weg von hier. Jawohl, da komme ich doch gerne mit. Ich hoffe, dass wir jetzt natürlich trotzdem dann schnell wieder zu unserem Schiff kommen. Isla Corsaria. Mhm. Oh. Oh, ahoi Mario, gut, dass du wieder da bist. Und, hast du den Schatz gefunden? Na, sag schon. Was? Du hast den Piratenkönig besiegt, als er seinen Schatz verteidigen wollte? Und dann hast du ihm den Schatz gelassen, weil er dir leid tat? Oh, Captain, du bist so ein gutmütiger Einfallspinsel. Aber ich schätze, das ist es, was die Leute an dir lieben. Aber du, mein Bruder? Oh mein Gott. Bruderherz, was machst du denn hier? Also ich wollte dich sehen und bin ganz einfach in See gestochen. Aber Geister haben unser Schiff versenkt. Gut, dich zu sehen, Bruder. Was, versenkt? Dann seid ihr also auch auf dieser Insel gestrandet. Was war das? Jetzt werden wir auch noch bombardiert. Seht da, was zum Klabautermann ist denn das jetzt? Die Kruzion. Entschuldigung, Moment. Du. Entschuldigung, ich wollte mich nicht. Moment, was für ein blöder Spruch. Jedenfalls danke, dass ihr das Sternjuwel besorgt habt. Bravo, gut gemacht. Ey, das ist doch der Brillentyp aus unserer Mannschaft. Tatsächlich, das Vierauge. Das Vierauge. Was macht denn der Kerl da auf dem Schiff? Hey, Vierauge, das ist gefährlich, wo du da stehst. Komm besser runter. Was? Zeig gefälligst etwas mehr Respekt, ihr Wichte. Hört gut zu, ihr Strandgut. Der bebrillte Matrose, das war nur ein Trick. Mein wahrer Name ist... Oberst Crucilus. Da staunt ihr was. Ich war es, der Mario hierher geführt hat, damit er das Sternjuwel besorgen kann. Und du, Mario, her mit dem Sternjuwel. Du weißt, was passiert, wenn du meinen Befehl nicht sofort befolgst. Oh, das war eine sehr frühe Bombe. Feuer, los, Feuer! Bumm und Feuer! Zum Hilfe, ein Verrat! Vierauge, ein Seeräuber! Warum tut ihr nichts, Leute? Irgendwer muss diesen Piraten stoppen, sofort! Wir sind Matrosen, Corsario. Ohne Schiff sind wir nur ein Haufen trauriger Gestalten. Das ist es! Das ist der Plan! Wir haben ein Schiff, ein ganz exzellentes Schiff. Mario, los, bring mich zu Piratenkönig Cortez. Die Legende sagt, auf der Insel ist noch das Schiff Cortez Piratengalione. Wenn die Legende wahr ist, dann muss das Schiff hier irgendwo zu finden sein. Was, Corsario, das ist Wahnsinn.
Wir reden hier von Cortes, dem König der Piraten und Herrn der Meere. Glaubst du, der verleiht so einfach sein Schiff? Der murkst uns eher alle ab. Hey, ich bin zwar ein Feigling und Jammerlappen, aber ich bin hier der Anführer. Und deshalb ist es meine Aufgabe, für die Sicherheit der Mannschaft zu sorgen. Wenn wir nur hier warten, werden sie uns erledigen. Uns bleibt nur der Kampf. Keine Widerrede, klar? Ich, Corsario, werde mit Cortes verhandeln. Also los, Mario, zeig mir den Weg zu diesem Cortes. Aber der Weg zu dem Cortes ist ja in die Richtung. Und ich würde eigentlich gerne auch mal hier links gucken. Waka! Ich bin Waka! Prima Wetter heute, findet ihr nicht auch? Dieses Wetter öffnet einem doch immer wieder das Herz, findet ihr nicht auch? Waka! Volltreffer! Das Ding kickt wirklich, stellt 25 KP und 25 BP wieder her. Damn. Einfach ein Walk-a-Mole. Der sah sehr süß aus. Okay, also hier geht's straight up direkt zu Cortes. Ich weiß zwar nicht, wie wir genau rüberkommen. Ja, da werden wir nicht rüberkommen. Oder es gibt halt irgendwie einen anderen Weg rein. Weil wir können natürlich clearly auch den Weg gehen, woher die ganzen Leute hier kamen. Aber zu Cortes wäre das ja eigentlich der schnellste Weg gewesen. Wie sind wir denn ehemalig darüber? Muss man jetzt den ganzen Weg nochmal... Nein! Der Bursche mit der Brille ist ein Verräter? Irgendwie kam er mir schon immer verdächtig vor. Wollen die jetzt wirklich, dass man den ganzen Weg nochmal über die Insel läuft? Das fühlt sich irgendwie falsch an. Was? Der Typ mit der Brille ist einer von den Bösen? Sowas. Ich dachte eigentlich, er wäre ganz nett. Also ich gucke mal, ob Corsario uns aufhält. Tut er nicht. Dann könnte es sehr gut sein, dass man hier längs muss. Boah, das finde ich, muss ich jetzt aber ehrlich zugeben, also klar, diese Gegner werde ich jetzt definitiv nicht besiegen, weil man hat jetzt total den Stress im Hinterkopf und will ja irgendwie vorankommen und den letzten Boss konnte ich auch einigermaßen gut besiegen, also sehe ich jetzt nicht the need unbedingt zu leveln, wenn nicht notwendig. Aber, also der Weg links zu Cortes rüber zu gehen, war auf jeden Fall zu groß. Da kam man nicht rüber, weil man ist doch mit dem Schiff gefahren. Nee, Moment mal. Aber wenn du da mit dem Schiff ablegen kannst, oder hast du da mit dem Schiff angelegt? Musste man da nach rechts? Boah. Oder war das da rechts? Ich bin, glaube ich, ein Idiot. Sehr sicher bin ich das. Weil, guckt euch das an, ich will mich schon direkt wieder beschweren, dass irgendwas hier, zu lange dauert, irgendwo lang zu laufen. Und am Ende liegt es daran, dass ich der Dödel bin. Wie so oft. Musste ich da jetzt einfach in die Höhle rechts gehen? Wie kann es eigentlich sein, dass mein Mikrobengehirn gerade eben noch da war und dann schon vergessen hat, wo man lang muss? Wow. Phänomenal. Phänomenal. Ich gucke so oft selber auch irgendwie Streams zu Videospielen oder irgendwie Videos auch dazu und denke mir ganz oft, boah, wie kann man das jetzt gerade nicht checken? Das ist doch so offensichtlich, was man tun soll. Wahrscheinlich ist das hier gerade so ein Moment. Also, es tut mir sehr leid. Ich bin ein Vollidiot. Gut, kann es sein, dass ich einfach hier rein muss und dann nach rechts laufen muss und dann bin ich bei Cortes, weil da bin ich ja auch runtergehüpft? Ja, ne? Ich dachte, ich müsste da nach links, aber das ist ja Quatsch. Oh Gott. Ja, lass uns nicht drüber reden, bitte. Cortes, wir brauchen ein Schiff. Hoffentlich müssen wir jetzt nicht nochmal gegen ihn kämpfen, um ihn zu besänftigen. Moin. Oh! Moment, bist du nicht der Typ von vorhin? War noch was? Captain Cortes, wir müssen reden. Du musst uns ein Schiff ausborgen. Was? Wieso sollte ich euch mein Schiff geben? Und wer bist du überhaupt? Ich bin Corsario und es gibt da ein kleines Problem am Strand. Piraten greifen die Insel an, wir müssen unsere Freunde beschützen. Und dafür wollten wir uns dein Schiff borgen. Red kein dummes Zeug, Mann. Glaubst du wirklich, dafür gebe ich euch das Schiff?
Und ganz nebenbei, die Black Skull kann nicht so einfach in See stechen. Ohne das magische Schädeljuwel kann dieses Schiff nirgendwo hin segeln. Das Schädeljuwel? Ist es etwa das hier? Oho, tatsächlich das Schädeljuwel. Also gut, wie wär's denn damit? Du bekommst mein kostbares Familienerbstück und dafür leihst du uns dein Schiff. Das ist fair, oder? Was meinst du, Cortez? Also waren es deine Ahnen, die das Juwel geraubt haben. Und jetzt soll ich dir auch noch mein Schiff geben. Ich möchte das Schädeljuwel einfach abnehmen. Moment mal. Dann musst du aber erst noch gegen Mario kämpfen. Und inzwischen versenke ich das Schädeljuwel auf dem Meeresboden. Ist es das, was du willst? Was für ein hinterhältiger kleiner Aasgeier. Na gut, einverstanden. Der Handel gilt, aber wehe, du wirfst das Juwel weg. Aha, Verhandlung erfolgreich. Bin eben nicht umsonst ein professioneller Händler. Man muss nur reden, dann erreicht man schon viel. Also bitte, hier für dich. Der hat das einfach gegessen. Wunderbar, jetzt kann die Black Skull endlich wieder segeln. Ich wollte auch schon was gegen dieses Geballers unternehmen. Endlich wieder ein Kampf, hat ja auch lang genug gedauert. Gut, dass du das Reden mir hier überlassen hast, Mario. Los, gehen wir. Okay. Dann wollen wir doch mal ins große, weite Meer stechen. Oh, alle sind auch schon da. Hey Leute, schön euch hier zu sehen. Diese Kerle sollen nicht ungeschoren davonkommen. Wäre blöd, wenn Corsario den Ruhm alleine einsackt. Also los, Captain. Endlich wieder aufs Meer. Wellen, Wind und Wasser. Los, Leute, wir legen ab. Sind die dann einfach das Segel? Na, ah, feuerfrei. Denkt nicht, uns geht die Munition aus. Unverschämtheit ohne Erlaubnis, einfach meine Insel zu beschießen. Ui. Was denn nun? Das ist ja wie das neueste Fortnite-Event mit Pirates of the Caribbean. Uh-oh. Das sieht nicht gut aus für euch. Boah, ich fände es richtig cool, wenn man jetzt so ein kleines Schiff-Minigame hätte. Okay, wir bekommen aber nur eine Filmsequenz. Der frontale Stich. Diese alten Kahn werden wir auf den Grund schicken. Hey, ihr Pilzgesichter, alle Mann zum Angriff. So, Mario, jetzt bist du an der Reihe. Es ist Zeit für eine Abrechnung. Jetzt bin ich dran? Oh, weia. Okay, die machen da vorne einen Schutzwall. Hehe, heute werdet ihr schicke Fische futtern. Nein, andersrum. Heute werde ich euch zu den Fischen schicken. Seid ihr bereit? Okay. Was haben wir denn hier? Soldateska. Ich würde sagen, wir greifen erstmal die an. Ja, die sind schnell gefallen. Sehr gut. Dann können wir mit der Bombe durchlaufen. Bing. Ich würde trotzdem eigentlich gerne mal scannen, wie viel Leben er wirklich hat. Wahrscheinlich hat er recht viel. Irgendwie 30 oder sowas könnte ich mir vorstellen. Es wundert mich auch ehrlich gesagt ein bisschen. Obwohl, eigentlich können wir so das machen, weil dann können wir mit Gumbrina auch direkt scannen. Keine Kopfnuss. Scannen. Piep. Zack. 30. Unser Freund Kruzilus. Also wirklich, der schon wieder. 30, 3. Verteidigung 0. Ihn selbst solltest du mit Standardattacken ganz leicht besiegen können. Lästig ist nun die Soldateska, die er mitgebracht hat. Die greifen nämlich auch bei jedem Zug an. Aber ohne ihren Kommandeur haben die Kruzion keine Orientierung. Klar, oder? Okay. Und die werden jetzt jede Runde kommen? Nee. Sie werden jede Runde kommen. Clearly. Juti. Ich weiß nicht, ob Gumbrina vielleicht sogar stark genug ist, um
Natürlich nicht. Um die alleine auszuhebeln. Aber... schadet allen Gegnern, die du eingekreist hast. Ziehe mit dem Stern Kreise um deine Gegner. Noch nie gemacht. Schau mal, wie es läuft, oder? Das ist ja einfach Pokémon Ranger. Wo man die ganze Zeit über die Pokémon einkreisen musste. Hey! Das ist was Gutes. Danke sehr. Voll lieb aber. Okay. Haben wir irgendwie ein Item, was wir einsetzen wollen? Oder solange das Action-Kommando stimmt? Mal gucken. Es hat noch nicht einmal gestimmt. Stark. Warum ruft er sich zurück? Ihr wollt wohl Ärger. Wenn das so ist. Angetreten. Das sind ein paar. Naja. Wir machen dem einfach mal Schaden und hoffen, dass jetzt gleich nicht ein riesiger Schaden auf uns runterbricht. Okay, 4 Schaden war jetzt nicht so schlimm, wie das kurzzeitig aussah. Vielleicht können wir den jetzt sogar schon in der Runde dann besiegen. Ich drück wieder zu früh A, aber der Flug ist auch wirklich schwierig einzuschätzen. Wir springen ja wirklich gefühlt von Bremen los. Okay, das tat wiederum ganz gut weh. Eine Menge Schaden gemacht. Schade. Boah, hätte ich da jetzt einen Konterangriff gemacht, das wäre krass gewesen. Aber gut. So soll es enden, Kruzillus. Boom, boom. Was machst du da, fragt man sich. Starke Leistung. Fast dachte ich schon, ihr hättet mich erledigt. Aber der Kampf geht weiter. Böse Jungs sind nun mal meistens schlechte Verlierer. Okay, wir haben auf jeden Fall noch ein Maxi-Beben und das würde ich einfach mal gegen euch einsetzen, weil dann kann ich euch allen schönen Schaden reinhämmern. Ich finde es ehrlich gesagt aber ziemlich cool, dass jetzt so schnell quasi so ein kleiner Bossfight nach dem Cortez-Bossfight kommt. Das Game nimmt gerade halt so schon so eine schwierigere, ernstere Richtung an, das mag ich sehr gerne. Statt so Nintendo-mäßig komplett ein Bossfight, dann hat man wieder ganz lange Ruhe, dann ein Bossfight. Das ist cool. Wie die Kruzionen quasi so eine dauerhafte Bedrohung sind, die immer wieder dazukommen. Das mag ich sehr gerne. Bam! Geblockt. Gut. Auch geblockt. Sehen wir denn jetzt seine Lebensleiste? Perfekt. Ich weiß gar nicht, ob wir die sehen konnten. Ja, schmeiß her. Schmeiß her. 24. Oh, er trifft uns nicht. Oh nein. Wir machen normale Angriffe, glaube ich. Ich glaube, das ist das Schlauste, was wir gerade machen können. Schadet allen Boden- und Deckengegnern. Ist eigentlich ganz geil. Macht halt nicht so viel Schaden. Oh, eventuell treffen sie uns jetzt sogar nicht, weil wir im Nebel sind. Hm. Nice. Gumbrina könnte man am Ende auch vielleicht nochmal austauschen, wenn es zu knapp wird. Aber gerade sieht eigentlich noch alles ziemlich rosig aus. 14 Lebenspunkte noch. Easy. Sehr gut. Nächste Runde könnte die letzte sein, außer er hat eine dritte Phase. Das müssen wir dann natürlich sehen. Eventuell ist Gumbrina jetzt down. Mhm.
Aber Gumbrina hält fest. Oh ja. Gumbrina, du hast wundervoll gekämpft. Bam! Yes. First try. Wonderful. Verflucht, schon wieder verloren. Und wie bitteschön soll ich Crucius das erklären? Na warte. Ja, das wird noch ein Nachspiel haben, ich nehme es an. Super Mario, eine Sorge weniger. Juhu, bravo, ahoi, gewonnen. Wer würde jetzt ahoi sagen? Ahoi, Brause. Und wir gehen zurück zu Peach. Schon wieder ein Fehlschlag, was soll das? Ich bitte um Vergebung, wir standen kurz davor, ihn zu kriegen, dachte ich. Crucillus, halte ich bis auf Weiteres bereit. Aber dies ist deine letzte Chance, verstanden? Verstanden. Und weggetreten. Hey, du! Zu Befehl! Sag dem Schattentrio, sie sollen diesen Mario kriegen, und zwar schnell. Zu Befehl! Das Schattentrio gibt's gar nicht mehr. Es gibt noch ein Schattenduo. Wir haben eins, Mario schon fünf. Wir müssen etwas tun. Mhm. Schon wieder, was er wohl diesmal will. Was ist? Diesmal musst du etwas Gefährliches tun. Was? Du musst dich in Crucius' Zimmer schleichen und eine Datendisk suchen. Eine Datendisk? Ich habe Zugang zu allen Daten im Netz, aber nicht zu Daten auf Computern, die nicht ans Netz angeschlossen sind. Crucius verfügt über Informationen, auf die ich keinen Zugriff habe, aber ich benötige diese Informationen. Aber wie soll ich das tun? Wieder verkleiden? Nein, diesmal nicht. In diesem Zimmer darf niemand außer Crucius rein. Ist Crucius nicht da, bewachen zwei seiner Leute den Eingang. Aber es gibt einen Weg. Du musst nur tun, was ich dir sage. Es tut mir leid, dass ich etwas so Gefährliches von dir verlange. Aber außer dir kann ich niemand darum bitten. Das macht nichts, Tag. Sag einfach, was ich tun soll. Geh zunächst raus und fahr mit dem Fahrstuhl nach oben. Okay. Wollen wir uns den Rest des Plans nicht anhören? Naja. Okay. Ich finde übrigens, das hier sieht ein bisschen dem Helm von Samus nachempfunden aus. Mit dem Rot und das Grün, mit dem Farbverlauf. Vielleicht so ein Mini-Easter Egg. Okay. Erst entfernst du dich von Crucius' Zimmer. Geh in das Zimmer mit dem grünen Licht links vom Fahrstuhl. Mhm. Moin. Was geht hier ab? Hier kannst du dir einen Trank mixen, der dich unsichtbar macht. Ein Trank, der unsichtbar macht? Du machst dich unsichtbar und gehst in Crucius' Zimmer. Gut, was soll ich tun? Stell zunächst die Flaschen vom Tisch in die Mixmaschine hinten. Aber ich weiß nicht, welche Flasche an welche Stelle gehört. Irgendwo im Zimmer haben unsere Forscher ihre Notizen zurückgelassen. Befolge diese Hinweise und stell die Flaschen in die Maschine. Rot darf nicht rechts außen stehen. Blau muss neben Rot stehen. Oh, ich liebe solche Rätsel. Gelb muss zwischen Blau und Grün stehen. Zwischen Grün und Rot müssen zwei andere Flaschen stehen. Okay. Zwischen Grün und Rot müssen zwei andere Flaschen stehen. Dann ist schon mal klar, dass Rot auf jeden Fall ganz links muss. Dann ist klar, wenn zwei Flaschen dazwischen stehen muss, dass Grün ganz rechts hin muss. Und Blau war, glaube ich, neben Rot, ne? Blau muss neben Rot stehen. Genau. Ich gucke mir jetzt die anderen Texte nicht mehr an, aber ich glaube, dass sie da einfach nur genau das gleiche gesagt haben wie das hier mit Blau und Grün. Ist es so richtig? Ja. Gut. Links im Zimmer ist ein Schalter. Drück ihn. Richtiger Alarm hier. Okay.
Okay, es fährt durch. Drücke jeweils den Knopf, wenn das Becherglas stehen bleibt. Rot. Blau. Gelb. Blau. Gelb. Geil, dass es nochmal so hin und her fährt. Rot. Huh, gelb. Grün. Und das war's. Die Flüssigkeit wird 30 Sekunden erwärmt. Warte genau 30 Sekunden und drücke dann den Schalter, um die Maschine anzuhalten. Ich werde mir dafür sowas von eine Stoppuhr aufmachen. Okay, ich bin bereit. Und jetzt drücke bitte den Schalter, um den Vorgang zu starten. Sollen wir jetzt wirklich 30 Sekunden warten? 15 Sekunden sind rum. ...25, 26, 27, 28, 29, 30. Puh. Ich glaube, ich habe es gut gemacht. Boah, war das spannend. Jetzt müsste es fertig sein. Ist es so richtig? Ja. Gut. Trink es in einem Zug aus. Was? Das hier? Meinst du sicher? Bitte trink. Sehr gut, du bist völlig unsichtbar. Nein. Nein, Nintendo geht nicht diesen Weg. Allerdings habe ich einen taktischen Fehler erkannt. Auch der beste Trank kann ein Kleid nicht unsichtbar machen. Nein! Ach ja, natürlich. Oh, Moment. Ich sollte mein Kleid verstecken, damit es keiner entdeckt. Geh in Crucius Zimmer, suche die Datendisk und verbinde dich dann mit dem Netzwerk. Ich werde es dir näher erklären, wenn du in Crucius Zimmer bist. Komm danach in dieses Zimmer zurück, ich zeig dir danach, wie du wieder sichtbar wirst. Ganz schön kompliziert. Geh jetzt in Crucius Zimmer. Ich möchte nur kurz festhalten, dass wir ein Nintendo-Spiel spielen und Peach gerade legitim noch nicht mal Unterwäsche trägt. Sie ist clearly 100%ig nackt. Was ist das? Niemand da und die Tür geht auf? Ist wahrscheinlich kaputt. Man hört sogar einfach, wie sie mit den Platschfüßen auf den Boden geht. Barfuß. Peach ist nackt. Darauf werde ich mein Leben lang nicht klarkommen. Sind wir hier richtig? Ha! Der denkt sich schon, was ist denn hier los? Ui. Das ist sicher Crucius Zimmer, aber wo ist die Disk? Oh, man sieht das hier unten richtig in dem Teppich. Witzig. Ah, hier ist sie. Diskette aus Crucius Zimmer. Welche Daten enthält sie? Aber lege die Disk in den Computer in diesem Zimmer ein und verbinde dich dann mit dem Netzwerk. Also gut. Man müsste jetzt gerade, wenn sie zu 100% ehrlich, also das durchziehen wollen würden, müsste man jetzt gerade eine fliegende Disk sehen. Das haben sie natürlich nicht gemacht, wa? Oder, obwohl. Ja, es funktioniert. Was ist das für ein Spiel? Das war's sicher. Muss sie nur noch zurücklegen, sonst. Sonst fällt's noch auf, wa? Hierhin. Und ab dafür. Düdü. Dün, 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 dün. Ich fühle mich so ein bisschen wie so eine Agentin. Eine nackte Agentin. Wirklich, ich komme darauf nicht klar.
Bei jedem anderen Spiel okay, ganz normal, aber Nintendo, das ist eine Kindercompany. Ein familienfreundliches Unternehmen. Phänomenal. Danke, Peach, konnte Daten erfolgreich lesen. Ach, so ein Glück. Ich sag dir, wie du deine Gestalt wieder erlangst. Trink die grüne Flüssigkeit, dann verwandelst du dich zurück. Okay, die hier. Moment mal. Sind unsere Klamotten weg? Ah, nee, sonst hätten wir uns jetzt ja sichtbar gemacht. Wir werden... Also, die grüne Flüssigkeit, nicht wahr? Ach, zum Glück. Wenn das nicht funktioniert hätte, komm zurück in mein Zimmer. Aber waren hier nicht ganz viele Wachen vor? Wahrscheinlich haben wir jetzt einfach so einen Shortcut und sind, ja genau, direkt bei Tech. Übrigens, Tech, was waren das eigentlich für Daten? Analyse läuft noch, viele der Daten sind geschützt. Aber wenn meine Vermutung sich bewahrheitet... Sich bewahrheitet? Nein, keine Vermutung. Ergebnisse werden genannt, sobald Analyse beendet ist. Falls erforderlich, kannst du jetzt eine Mail schreiben. Na gut, du wirst mir alles sagen, wenn du es verstanden hast. Dann schreibe ich jetzt eine Mail. Tipp, 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 tipp. Fertig. Kannst du sie abschicken? Piep, 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 piep. Nachricht verschickt. Für heute war das alles. Bitte kehre in dein Quartier zurück. Gut, also bis dann, Tech. Danke, Prinzessin. Keine Ursache. Prinzessin Peach, ich werde dich schützen. Das ist halt auch immer noch so ein cooler Arc, finde ich, dass das nebenbei so erzählt wird. Das mag ich sehr gerne. Bowser ist uns mal wieder ein bisschen zu spät auf der Spur. Oh Mann, das ist ja wirklich ziemlich düster hier. Wahrscheinlich hat man den Ort deshalb Düsterdorf genannt. Hier soll sich auch eines der Sternjuwelen befinden. Verhört am besten die hiesigen Hüsterlinge, so erfahren wir bestimmt etwas. Gute Idee, Kami Cooper. Also wo fangen wir an? Aber wie es hier weitergeht und warum er hier ist, schauen wir uns beim nächsten Mal an. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Brain. Tüdelü mit Ü. Brrr.